Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Castle Story. Ja Leute, machen wir weiter an der Stelle. Ich habe ja wirklich einige Kommentare, wie ich denn am besten jetzt den Turm weiterbauen könnte. Unter anderem war da was dabei gewesen, ich wollte heute ein bisschen versuchen, auch mit Stein und Holz das abzuwechseln. Und ich habe mir jetzt auch noch selber ein bisschen Gedanken gemacht und da gucken wir einfach mal, ob wir da jetzt irgendwas hinbekommen. Ich glaube doch, dass das jetzt irgendwie klappen wird. Ich werde das mal auf jeden Fall noch ein paar jetzt losschicken hier schnell. Dass wir noch ein bisschen Holz sammeln gehen. Und da würde ich es irgendwie probieren. Das hatte mir auch jemand auf Facebook geschrieben. Ich glaube, der Oliver Nick oder sowas gewesen. Hatte mir geschrieben, ich sollte versuchen, wirklich hier Holz und Stein abzuwechseln. Mit den Stämmen, wie wir es hier haben. Ich probiere einfach mal. Ich gucke einfach mal. Irgendwie werden wir da schon eine Lösung finden. Und ich finde das irgendwie so cool. So eine Symbiose aus Stein und Holz. Das wäre da auf jeden Fall was. Müssen wir mal schauen, dass es irgendwie funktioniert. Aber irgendwie wird das schon klappen. Ich schnappe mir mal noch mehr für Holz. Steine haben wir ja wirklich schon wieder richtig viele hier. Komm du mal mit noch, Gecko. Machst auch gleich mal noch. Und, nee, den haben wir ja schon. Der kann eigentlich gleich loslaufen. Und du bitte auch noch gleich. So, hätten wir. Gut, da muss ich jetzt aber mal gucken und hier wahrscheinlich mal ein bisschen umändern. Und zwar brauchen wir an der Seite, und die haben auch nichts zu tun. Ja, die schieße ich auch gleich nochmal zum Holz hier. Die schieße ich auch gleich nochmal zum Holz. So. Wir brauchen nämlich an der Seite letztendlich mal ein bisschen mehr Platz, nämlich zwei Ebenen, dass die ordentlich immer lang laufen können. Wobei, nee, nicht unbedingt, nicht unbedingt. Ich mache das aber trotzdem erstmal weg hier. Und ich habe so die Idee, dass man das wirklich hier vielleicht da einfach Holz nehmen können. Wenn wir das so durchziehen, würde das vielleicht ganz witzig aussehen und auf lange Sicht könnten wir dann auch ein bisschen an Stein sparen, weil das Holz, gerade diese Stämme hier sind effektiver, weil man die ja wirklich zwei nach oben bauen kann, gleich. So, das würde erstmal passen, wenn er das hier wegmacht. Dann werde ich mal schnell noch die Wachen ordentlich stellen und guck gleich mal, können wir neue holen. Dum, dum, dum. Tatsächlich. Ja, da holen wir erstmal noch ein paar Krieger. So, das war's auch schon. Hier haben wir drei. Hier steht einer, der steht da ein bisschen blöd irgendwie. Wie sieht's denn hier aus? Hier steht kein einziger. Okay, dann geh du mal hier hin. Du gehst auch hier hin. Hier haben wir nur noch gute 3 Minuten Zeit. Und dann kommen 86 Gegner. Das habe ich jetzt auch gepeilt, dass es immer die doppelte Anzahl von der Wellenanzahl ist. Die Gegner, die dann kommen. Gehst hier hin. Gehst hier hin. Ich würde mal noch den hier mal eher so stellen. Weil die laufen ja auch immer sehr gerne hier lang und so weiter. Da muss man da mal gucken. Du gehst hierher. So, und hier steht keiner mehr. Was ist denn mit euch hier? Ihr habt nichts zu tun, oder was? Doch, eigentlich habe ich doch alle, habe ich alle eingeteilt. Die werden schon irgendwas machen. Und dich schicke ich mal noch, schicke ich einfach mal hierher. Dann gucken wir mal. Das müsste eigentlich erstmal so passen. So gut, wie sieht's aus? Die Steine habt ihr schon weggemacht? Sieht zumindest so aus gerade. Das ist ja nur ein Stein, der irgendwie rumliegt hier. Können sie dann eigentlich mal selber wegräumen. So, dann machen wir erstmal jetzt hier Steine hier überall hin. So hier, so hier, so, so. Dann noch hier. Und hier nochmal. So, dann kommen die hier, also links, letztendlich geht es dann darum, dass die hier vor allem stehen können. Hier ist jetzt nicht ganz so schlimm, wenn nicht. Dass die hier vor allem diesen Bereich hier abdecken können mit Bogenschützen dann. So, dann brauche ich das auch schon mal hier weiter. So. Hier machen wir noch einen einzelnen hin. Die Treppe muss ich auch gleich noch eins höher machen, glaube ich. So. Ich hoffe, der macht erstmal den Rest, bevor er sie die Treppe hinsetzt, weil sonst... Mal sehen, ob jetzt noch durchläuft. Okay, sieht gut aus. Was machst du hier noch weiter? So, 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 so. Jetzt nochmal einen einzelnen Stein und dann gucke ich gleich mal, dass wir jetzt hier das mit Holz noch hinbekommen. Das ist jetzt quasi in der Mitte der Gang ist. Ja, warum nicht einfach hier hin? Damit alles voll machen und dann können wir die Steine eins rüber machen und dann können wir so Steinvorsprünge sogar nehmen letztendlich. Und die können hier langlaufen überall. Das müsste eigentlich gehen. Das müsste eigentlich gehen. So. Da könnte ich die Treppe dann sogar noch... Ne, müssen wir da mal gucken. So, hier. Und jetzt hier so. Man könnte die auch hier außen machen, ich glaube, aber dann würde das nicht funktionieren. Mit dem rüber machen. Also es würde schon gehen, aber es würde nicht überall gehen und deswegen funktioniert das dann nicht. Wenn man die, also überall wäre sowieso dumm, weil dann hat man ja kein Guckloch und wenn, dann müsste man die ja quasi alle zwei Mal eins hinsetzen. Was wahrscheinlich eh nicht so gut ist, weil die Bogenschützen dann ziemlich eingeschränkt sind, weil die ja immer nur nach vorne dann schießen können und nicht irgendwie vertikal oder so, weil dann links dann immer schon das Holz ist, was ja doof ist irgendwie dann.
So, hier weiß ich gerade nicht. Ich lasse sie das erstmal so machen, wie es hier ist. Und dann gucken wir mal. Okay, jetzt kommen sie schon. Schicken wir erstmal alle rein. So. Und ich muss dann mal auch gucken, vielleicht kriege ich ja dann irgendwann noch mal hin, dass ich sie hier schon weiterarbeiten lassen kann. Aber ich will das jetzt hier erstmal noch weiter probieren. So, und hier können wir dann so Vorsprünge machen. Und dann müssen die auch durchkommen eigentlich. Das müsste eigentlich gehen. So, hier einfach. Hier auch noch. Hier auch. So. Gut, schauen wir erstmal, dass sie jetzt hier klarkommen. Der irgendwie nicht so... Okay, jetzt ist er auch drin, ne? Sehr gut. Was ist mit dir? Ich meine, er wird nicht angegriffen worden. Da passt das erstmal. So, ja, die kommen hier wieder von der Seite. Das machen die jedes Mal, die Assis. Aber die konnten wir tatsächlich ein bisschen abfangen hier. Ach, das sieht erstmal richtig gut aus. Kommen jetzt auch noch mal ein paar, aber hier haben ja auch einen stehen. Auf den müssen wir ein bisschen aufpassen. Okay, hat wieder volles Leben. Ja gut, der Clyde. Ah, der Clyde wurde Gott sei Dank nicht angegriffen. War einer gestorben? Okay, aber der ist wahrscheinlich auch einfach hängen geblieben. So, und hier müssen wir ganz schnell, den müssen wir noch killen hier. Geh mal hin. Scheiße. Aber wem schon das erste rausgehauen? Geh mal bitte auf die Treppe hier und haut den mal weg. So. So, hier ist noch einer. Okay, ist auch down. Die sind auch gleich down. Das müsste dann eigentlich schon gewesen sein. So. Das war's doch, oder? Will ich meinen. Ach du Scheiße, hier stehen noch ein paar rum. Na gut, da schnappe ich mir mal schnell die Bogenschützen. Oh nö, die schießen schon von hier. Cool. Ich schicke die trotzdem mal noch hierher. So. Gut, dann können wir aber mit denen ja eigentlich schon mal weitermachen. Ich nehme mal, wenn ich es hinbekomme, 3 Stück. Die dürfen weiterbauen. Hier ist die Task. So. Wie sieht's denn aus hier? 2 noch. Okay, dann macht die ganz alleine platt. Die anderen kommen irgendwie nicht. Ich weiß es nicht. So, einer noch. Guter Schütze auf jeden Fall. So. Ach, da ist immer noch einer. Okay, warte, den kriegt er auch, oder? Jetzt bewegt er sich. Ja gut, jetzt müsste er ja irgendwann herkommen, das passt schon. So, gut, die machen bauen weiter. Ihr geht mal bitte weiter Holz hacken. Wenn der jetzt endlich immer down ist. Kommt er jetzt? Endlich. Sie geht weiter Holz hacken. Ich mach mal den Ratio schon mal größer. So. So ist auch down, endlich. Ja gut, es ist halt dann ab und zu nochmal ein bisschen buggy, ist halt kein Geheimnis mehr und da bleiben die auch manchmal hängen und so, aber es waren jetzt 6-7 Stück gewesen und die Seite war jetzt sowieso nicht gefährdet. So, jetzt darf ich den Spaß erstmal wieder ein bisschen flicken, weil ein bisschen was haben die ja trotzdem kaputt gemacht. Hier ist was rausgefallen auf jeden Fall. So. Und hier müssen wir auch nochmal machen. So, hätten wir. Oh, hier ist auch einiges kaputt. Scheiße. Ja, dann müssen wir dann gucken, wenn wir noch ein paar Krieger bekommen, dass wir dann noch ein paar mehr abstellen können. Aber ich denke doch über kurz über lang werden wir das dann schon hinbekommen. So, hier, können wir wieder neu holen. Aber das gleich. Schicken wir mal hier noch einen hin. Und hier würde ich noch einen hinschicken. So, passt das mal. So, hat noch irgendeiner nichts zu tun? Nö, sind alle beschäftigt. Sieht gut aus. Und ja, ich weiß, die Fässer müssen immer voll sein, damit die explodieren können. Das müssen wir dann auch nochmal ausprobieren. Man kann jetzt sogar, das habe ich jetzt auch gemerkt, gucken. Info, ob da was drin ist oder nicht. Das ist empty, also da ist nichts drin. Wie sieht's hier aus? Ich guck mal. Hier sind 70 drin. Ich weiß jetzt gar nicht, was ist denn das Maximum? Ist leer? So 100 das Maximum, vielleicht sind das ja auch Prozente. Ne, 70, 30, okay. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Hier sind 100 drin. Das wird wahrscheinlich sind 100 das Maximum. Ja, das sind Prozente. Das werden Prozente sein, weil hier ist 7-mal das Zeug drin und das macht 70% aus. Ich verstehe, okay. Und da darf aber nur das orange Zeug drin sein, glaube ich. Ne? Das blaue dürfte nicht explodieren. Ich weiß es nicht. Muss mal gucken. Ich kann ja hier einfach mal sagen... okay, hier kommen nur orange rein. Hier auch. Okay, das ist überall so. Was ist mit dem blauen? Das wollen die gar nicht, oder wie? Ja, ich lasse es jetzt einfach so, wie es ist. Ist ja in Ordnung. So. Na, die haben noch ein bisschen was zu tun hier.
Das könnte, müsste aber eigentlich so hinhauen dann. Das müsste eigentlich so hinhauen. Hier ist ein bisschen blöd dann. Das ist halt dann ein bisschen ungeschützt irgendwie. Aber ich meine, hier können wir ja auch noch welche abstellen. Ist auf jeden Fall ein bisschen anderer Turm als der dann hier. Aber vielleicht ist das besser. Weil man könnte das ja genauso dann noch weiter hochbauen eigentlich. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Ich baue mal eigentlich schon die Treppe jetzt hier weiter. Die können wir ja eigentlich... Wir können auch eine Wendeltreppe machen. Ne, hier wäre ja blöd. Weil dann kommen die ja nicht mehr darüber. Ich kann die aber einfach hier ansetzen. Können die auch hier ansetzen. Hä? Wann das jetzt? Halt nochmal. Dum dum dum. So. Treppe. So. Und dann können wir die jetzt einfach dann noch hier hochbauen. Das dürfte ja kein Problem sein. Müssen wir wieder, genauso wie hier, ich glaube 3 Stück waren das gewesen. 3 Stück müssen wir da hin machen. Ich hoffe mal, das haut hin jetzt. Und dann noch eine. Dann müsste aber eins und eins dann erreichen. So. So. Und jetzt Treppe. Hört mal. Das könnte tatsächlich klappen, Leute. Die Frage ist jetzt nur, wo ich mache ich dann hier die Holzblöcke ran? Scheiße. Ah nee, doch klar, ich kann die doch wieder hier außen einfach hin machen. Aber hier ist ein bisschen problematisch. Hier ist ein bisschen scheiße. Ah, ja, muss ich mal gucken, wie ich das mache. Das weiß ich jetzt gerade noch gar nicht. Ich baue das jetzt erstmal einfach so weiter. Nur weil es wird halt nicht so ein hoher Turm. Wenn wir da 2 Ebenen haben, reicht das da eigentlich auch schon. Fast, würde ich sagen. Dann machen wir mal so hier, so hier, so hier, so hier. So, so, so. Ich meine, klar, da gibt es wahrscheinlich hier 1000 effektivere Bauweisen und so, aber ich meine, ich muss ja auch immer noch ein bisschen rumprobieren. So hier einfach. Und dann machen wir Holz, Holz, Holz. Ja, es ist nicht ideal wegen hier. Ich krieg das ja leider hier diese Ecke nicht voll. Das ist ein bisschen doof, dass die da keine richtigen Ecken haben. Können sie mal ruhig noch einbauen. Hier kommen sie nicht mehr lang. Hier kann ich wieder machen. Es sieht auf jeden Fall interessant aus. Aber ich meine, bei mir sieht ja alles mal sehr interessant aus irgendwie. Ist genauso wie dieser eine Kackhaufen, den wir da mal hatten. So, und jetzt können wir da wieder Vorsprünge draufhauen einfach. Ja, das stört mich jetzt ein bisschen. Muss ich ehrlich sagen, dass ich das jetzt hier nicht überall hinbekomme, die Vorsprünge. Gibt es auch bestimmte Varianten, wie man das hinbekommt, aber egal. Ist halt ein anderer Turm. Müssen jetzt alle gleich sein. Dann hier auch noch. Hier auch noch. Hier auch noch. Hier auch noch. Und hier. Na komm. Wieso geht denn das hier nicht? Habe ich das außersehen oben drauf gebaut? Ja, Tatsache. Halt. So rum und jetzt hier einfach hin. So. Ja, sieht interessant aus. Aber so hoch wie hier werde ich das wahrscheinlich dann nicht bauen, ne? Das ist einfach, jetzt weiß ich nicht, vielleicht dann der höchste Turm, der Katapultturm oder so, mal gucken. Wir würden es noch höher bekommen. Mal schauen. Was auch noch cool wäre, wäre eine Funktion, dass man es nur wieder ein bisschen beschleunigen könnte, nicht so doppelt so schnell oder so. Das wäre manchmal ganz angenehm, zumindest wenn man dann alles in Auftrag gegeben hat. Aber bevor ich jetzt hier weitermache, will ich... Ich meine, letztendlich kann ich auch auf jeder Ecke was anderes probieren. Ich meine, scheiß drauf. Die Variante ist eigentlich auch nicht so schlecht. Ich meine, ich könnte ja die Bogenschützen auch hier abstellen. Das Problem ist aber mit den Fässern. Hier, mit den Katapultfässern und so. Weil die wollen ja beladen werden. Und der tut das ja auch mal blockieren, so wie er steht. Das ist scheiße eigentlich. Ich stell dir mal... Ja, selbst hier blockiert er wahrscheinlich. Ich stell dir mal hier hin. Geht nicht. Ja, da ist einfach ein bisschen zu wenig Platz drauf. So, aber hier geht's fleißig weiter. Können wir nicht nochmal holen? Nein, hier haben wir was gerade. Aber wenn wir so viel Krieg haben, dann würde ich wahrscheinlich jetzt bald dann wieder Bogenschützen holen, denke ich. Mal hier hin. Gepflegt haben die schon wieder alles, ne? Ja, sieht gut aus. Okay, das klang gerade komisch. So. Aber da kommt ja gleich schon wieder die nächste Welle. Mal schauen. Hier hin. Hier hin. An die Ecke. Ich habe
trotzdem Angst, dass wenn ich hier noch einen hinstelle, dass die sich dann abschießen. Ich meine, ich kann ja jetzt auch schon hier oben dann eigentlich welche hinstellen. Aber da hätte ich gerne noch ein paar mehr Bogenschützen. Der steht eigentlich auch nicht schlecht. Den würde ich ja gerne noch hier lassen. Aber da werde ich... Oh, hier sind noch einige. Habe ich gar nicht mitbekommen. Geh mal hierher. Den stellen wir mal... Noch hier ist blöd, glaube ich. Stellen wir hier hin. So, go, go, go. Das kriegst du noch hin und den Rest holen wir jetzt mal schnell rein hier. Aber die können wir eigentlich alle einstellen jetzt für weiterbauen. Spricht da eigentlich nichts gegen. So. So. Genau so. So. Ach nö, oder? Oh, das ist nervig, sowas. Die bewegen sich ja gar nicht. Wahrscheinlich, weil der die Tür blockiert. So, jetzt vielleicht. Ach, jetzt sterben die alle. Ach, das ist doch scheiße. Beweg dich doch mal. Los, komm. So, kommt rein, wie es aussieht. Okay, ja, gut. Ich muss die halt vom Eingang wegmachen. Daran habe ich jetzt nicht gedacht, leider. Jetzt bleibt er schon wieder stehen. Jetzt geht er. Jetzt. Beweg dich doch mal. Ja, der macht gerade, was er will. Keine Ahnung. Ich glaube, da haben wir ziemlich viele verloren. Mal kurz. Okay, der kann sich wieder regenerieren. Gut, dass wir da so viele Krieger abgestellt haben. So, die dürften aber auch nicht lange leben. Wir müssen auf jeden Fall dann wieder Bauarbeiter holen, Leute. Geht nicht anders. Aber es sind noch einfach mal 90 Viecher, die jetzt hier angekommen sind. Und wir haben es schon wieder geschafft. Es sind zwar einige jetzt gestorben, aber ja. Einfach nicht, ich darf die Leute nicht vor den Eingang stellen. Ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon. So, aber den Turm könnt ihr mal weitermachen. So, du auch. Macht mal alle hier den Turm weiter. So. Holz haben wir. Ja, ein bisschen Holz können wir noch gebrauchen. Ich mal hier hin. Und schauen wir mal. Also eine Etage würde ich vielleicht noch draufsetzen. Da hätten wir drei Ebenen. Das würde eigentlich dann passen. Ich denke, das würde passen. Wenn ich den hier rüber mache, könnte ich hier wenigstens einen hinsetzen. Ah, dann müsste ich... Nee, aber dann müsste ich den wegmachen. Also es würde auch nichts bringen. Das würde auch nichts bringen. Sieht's denn aus? Krieger haben wir genug, ne? 1, 2, 3, 4. Ist einer gestorben? 1, 2, 3. Ist irgendwie weniger als davor. Weiß ich nicht. Ja, ich hole jetzt erstmal noch Bauarbeiter. Einen Krieger. Können wir noch einen holen? Sehr schön. Ich hole noch einen Krieger. Sicher, sicher. So. Aber hier fand ich es ganz gut, wenn hier zwei stehen. Minimum. Noch einen kann man nicht holen, oder? Nope. Und du gehst mal noch. Ich meine, vorhin kamen ja echt viele. Ich schick mal noch einen hierher. Und du darfst mal beim Holz mithelfen. So. Ach ja, wie das Holz immer runterfällt. Naja. Immer ein bisschen verschwenderisch. Und ich glaube, irgendwann, na gut, ich meine, es wurde die Frage gestellt in Kommentaren, was los ist, wenn kein Wald mehr da ist. Aber wenn ich mir das so angucke. Also hier hatten wirklich genug Wald, also bevor das abgeholzt ist, sind wir wahrscheinlich bei Welle 5000 oder so. So, hier müssen die aber auch noch was reinmachen. Das müssen sie aber eigentlich hinbekommen. Das müssen sie eigentlich hinbekommen. Und den kann ich ja mal hier hochstellen schon. Ja. Ja, sieht gut aus. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, dass der von hier einfach so easy langlaufen kann. Okay. Vielleicht könnte ich hier doch Holz hinmachen und die können da langlaufen. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Wir können es ja da mal ausprobieren, aber... Stell dir mal hier hin. Einfach was Cooles, weil ich es kann. Na, der kommt jetzt hier nicht vorbei. Aber egal. Gehst du hierher. Ich stelle dich an die Ecke. Nö, aber so kriegen wir hier wirklich einiges unter in den Ecken. Das ist eigentlich ganz cool. Finde ich. Auch wenn es komisch aussieht. Aber egal. So, ist ja schön. Ah, die behindern die jetzt vielleicht ein bisschen beim Bauarbeiten, hm? Ja, wahrscheinlich. Ich stell die erstmal wieder runter, weil sonst nerven die wahrscheinlich nur.
Ja, die müssen jetzt hier irgendwie hier lang und dann hier die Steine hinsetzen. So, den lassen wir auch hier. Ich stell den mal so hier hin. Oh, diesmal muss ich ja gleich noch ein paar Bogenschützen holen. Das geht ja leider nicht. Was ist denn jetzt los, Leute? Ich hab doch hier schon Steine gesetzt, oder? Ja. Ihr müsst doch nur außen rumlaufen, hier lang. Ah, jetzt schnickt das. Sehr gut. Seht ihr? Wenn man was sagt, da hören sie dann noch. So. Das war doof. Jetzt könnte ich hier keinen mehr hinsetzen, aber egal. Okay, die setzen jetzt einfach drauf, hat sich die Sache. Ah, okay. Ah, stimmt, die können da eins runtergehen. So, da hätten wir das auch. Und dann müssen wir hier eine Treppe irgendwie hochbauen. Mal schauen, wo wir das ansetzen. Eine Ebene hätte ich gerne noch. So. Total verkorkster Turm, aber egal. So. Da müssen wir die jetzt wahrscheinlich mal ein bisschen drehen, die Treppe. Sonst wird das hier nichts. Ah, nee, halt, das war blöd. Nein. Abbrechen. Den hier bitte wegmachen. Den machen wir einen einzelnen hin. Das ist wirklich ein komischer Ton. Aber ich finde ihn witzig. Ja. Ah, mit Stein hätte man das ja nicht großartig anders machen können. Eigentlich. Nicht wirklich. Das macht sich jetzt aber trotzdem gerade ein bisschen blöd hier, weil ich nicht weiß, wie ich jetzt noch höher kommen soll. Das ist mir jetzt gerade noch ein kleines Rätsel. Ich könnte... Hier geht ja nicht. Also wenn ich hier... So geht auch nicht. So geht auch nicht. Aber doch, ich habe eine Idee, wie es klappen wird. So hier, so hier. Jetzt kriegt man es ja noch eins höher. So. Hätten wir...